China wirft der Hongkonger Demokratiebewegung vor, eine Revolution anzetteln zu wollen. Ungeachtet der Drohungen der pekingtreuen Hongkonger Regierung hatten am Wochenende mehr als 600.000 Bürger an den Vorwahlen zur Regionalparlamentswahl im September teilgenommen. Diese bezeichnet das Verbindungsbüro der chinesischen Regierung in Hongkong als schwere Provokation und als mutmaßlichen Verstoß gegen das umstrittene neue Sicherheitsgesetz. Dieses Gesetz schränkt die demokratischen Bürgerrechte in Hongkong massiv ein und sieht lange Haftstrafen für Separatismus vor.